Hier ist für euch aus Leipzig Rainer Holl. Vielen Dank, Dankeschön. So viel Applaus für Leipzig habe ich ja noch nie gehört. Es ist sehr schön, euch zu sehen. Ja, es ist schön, dass ihr es geschafft habt, mich mal hier besuchen zu kommen auf der Arbeit. Schön hier, das ist mein Großraumbüro. Hier sitzt die Geschäftsführung. Vorne sitzt Bernd. Mit Bernd reden wir aber hier nicht. Bernd ist Sexist. Ja, der macht öfters mal schmierige Witze und ist auch ein Krapscher. Aber ist natürlich ein Scherz. Wir reden trotzdem mit Bernd. Ha, das ist das Patriarchat. Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, liebe Leute. Ja, ich komme aus Sachsen, viele kennen es. Es ist das drittbeliebteste Sachsen, was wir haben in Deutschland. Und heute, ja, ganz knapp hinter Niedersachsen, glaube ich. Und heute ist eine ganz besondere Freude, hier sein zu dürfen in Hamburg. Ich freue mich wirklich unglaublich. Also jetzt nicht wegen Hamburg, ist es schon schön, aber ganz ehrlich, wenn man in Sachsen wohnt, dann freut man sich einfach immer, wenn man irgendwo anders ist. Ne? Ist eigentlich egal wo. Es ist einfach schön, auch mal andere Nazis zu sehen. Ja. Ja, das ist super. Oh, da fühlt sich wohl jemand angesprochen. Sorry. Nee. Heute ist aber wirklich gut. Vor allen Dingen freue ich mich natürlich, dass ich auch die Chance habe zu arbeiten. Ich leiste mir auch während der Pandemie als Kleinkünstler ein paar kostspielige Hobbys. Also Wohnen gehört zu einer meiner Leidenschaften und ich esse fast täglich und da läppern sich die Kosten. Da muss man gucken, wo man bleibt. Und ist aber auch einfach gut, wieder auftreten zu dürfen, einfach wieder, also dass ihr Kultur konsumieren könnt und ich euch Kultur präsentieren kann, ohne dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass danach vielleicht jemand stirbt. Ne? Ich erinnere mich noch so an die Zeit, zweite Welle war schon im vollen Gange, es gab aber noch Veranstaltungen mit 100 Leuten indoor, alle bereit zu sterben für einen mittelmäßigen Witz. Also sind wir heute schon einen Schritt weiter. Ja? Also ich verspreche nicht zu viel, es kann schon sein, dass einer von euch stirbt, heute Abend oder so. Aber es hat ja nichts mit mir zu tun. Ja, das spreche ich. Ja, nee, darüber machen wir auch keine. Ja, man merkt schon, ich bin jetzt nicht gerade das menschgewordene Glücksbärchen. Ne? Also Leute, die privat mit mir zu tun haben, ich sage es ganz bewusst nicht Freunde, Leute, die privat mit mir zu tun haben müssen, die sagen auch, der Rainer ist eine richtige Negativnase. Ne? Ist ein richtiger Pessimist. Und ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Ich schätze, es ist mein Charakter. Aber es ist auch scheiße. Man wird ja heutzutage für sein Verhalten verurteilt. Da muss man ja nur einmal ein bisschen zu euphorisch über Sterilisationen sprechen. Auf einer Babyshower-Party. Ne? Da muss man nur einmal erwähnen, dass der kleine Corbinian zwar ein hübsches Gesicht hat, dass ihm das aber nicht helfen wird im großen Wasserkrieg von 2050, der uns alle dahin raffen wird. Du musst sterben, Corbinian, sterben! Und dann ist man schon ein Pessimist. Also ehrlich, das ist ein Problem. Keiner mag PessimistInnen. Und ich will ja gemocht werden, vor allem von der Jury. Ich will ja gemocht werden. Ja, aber wir Pessimisten und Pessimistinnen, wir stehen am Rand der Gesellschaft. Wir müssen ja immer funktionieren, wir müssen optimistisch bleiben. Wenn man heute nicht schon beim Frühstück die Endorphine im Regenbogenstrahl in sein Müsli kotzt, dann stimmt schon was nicht mit einem. Dann muss man erstmal schon wieder 30 Stunden Power-Yoga machen, um irgendwie klarzukommen. Und 5 Liter Bio-Kokos-Mandelfrappé in den Kopfbahnhof reinschaffen, damit es wieder geht. Aber ich habe mir einen Marketing-Trick überlegt, den ich euch auch mitteilen will. Jetzt ein ganz einfacher Marketing-Trick. Also ich habe einfach ein bisschen was am Wording geändert. Ich bin jetzt kein Pessimist mehr. Ich bin ab sofort ein Optimist, aber halt auf niedrigem Niveau. Also es ist quasi genau das Gleiche, aber es klingt freundlicher. Also ich bin immer noch schlecht drauf, aber positiv schlecht drauf. Ich heul beim Wichsen. Ja, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Das ist also ambivalent. So ein bisschen wie diese Zeit gerade. Ne? Das ist ja auch, eigentlich können wir uns freuen, dass Dinge wieder möglich sind und irgendwie ist die Freude aber noch so ein bisschen gebremst. Und bevor ihr jetzt Angst habt, also ich kann euch jetzt schon mal versprechen, ich werde jetzt nicht über dieses eine Thema reden, das uns allen wirklich zum Hals raushängt. Ja? Also dieses eine Ding, was wir nicht mehr hören, das böse Wort mit C, ich werde es jetzt einmal sagen, damit ich es erwähnt habe und dann den ganzen Abend nicht mehr. Ja? CDU. So, nee, das lass ich rechts liegen, ich schaffe das hier auch ohne politische Inhalte. So wie die CDU. Ich würde viel lieber
über ein schönes Thema reden, ein Thema, das uns, also so sehr uns die Politik vielleicht manchmal halt hängen lassen, so gibt es ja eine Sache, die uns nicht hat hängen lassen, das ist die Wissenschaft und der Fortschritt. Der Fortschritt hat dafür gesorgt, dass es hier wieder ein bisschen vorangeht. Ne? Wer hat schon die geile Impfe drin in seinen Arm drin? Ich meine, ist die geile Impfe, nicht den Astra-Crack, ja? Ich meine, den Champagner aus Mainz! Wo sind die BioNTech-Hände? Naja, so ein paar. Darf man das überhaupt fragen? Das verstört ein Kind? Haben die unter die Cornflakes gemischt? Ist okay. Ist okay. Der Junge. Ja, aber der Fortschritt hat es geregelt und ich habe mich auch ein bisschen darauf verlassen, dass der Fortschritt das einfach für uns alle regelt. Ich verlasse mich immer darauf, das machen wir Menschen schon seit Anbeginn der Zeit. Irgendjemand wird es regeln, der Fortschritt wird es regeln. Das klappt nur leider nicht immer. Die Leute vor 100 Jahren haben auch gedacht, in 100 Jahren, da haben wir fliegende Autos und Weltfrieden. Und jetzt 100 Jahre später haben wir E-Scooter und Kassenbonpflicht. Und ich weiß, die Kassenbonpflicht ist nicht das Gegenteil von Weltfrieden, aber es hat sich bei ihrer Einführung so angefühlt. Es ist, oder? Gott sei Dank kam die Pandemie, da haben wir es schnell vergessen. Ja, also der Fortschritt ist, also das Witzige ist auch, dass der Fortschritt immer dann weitergehen muss, wenn es eigentlich nichts mehr zu erfinden gibt. Wenn man morgens im Bett liegt und denkt, ich bin glücklich. Der Kapitalismus hat alles für mich getan. Es gibt kein Produkt auf dieser Welt, was mich in diesem Moment glücklicher oder näher an mein Glück ranbringen könnte. Ich bin zufrieden. Und dann guckt man in den Chibo Online-Shop. Und dann ist da eine Bananenschere im Angebot. Für 8,99 Euro. Und ich weiß auch nicht, wie andere Leute ihre Bananen schneiden. Ich weiß auch nicht, wie andere Leute ihre Bananen in 6 gleich große mundgerechte Happen schneiden mit nur einem Schnipp. Und aber mindestens 3 Sekunden wertvolle Lebenszeit sparen, die man dann wieder gewinnbringend in eine Runde Candy Crush investieren kann. Also kaufe ich den Scheiß. Den Luxus gönne ich mir. Ich bin ein Gewinner. Das ist für mich so Pseudo-Fortschritt. Das gibt es in ganz vielen Bereichen, außer im Kosmetikbereich, zum Beispiel für Männer. Da wird alle 5 Wochen kommt der Neurasierer für Macho Shave 3000 jetzt mit 49 Präzisionsklingen und einer eingebauten Zahnbürste. Geil, Macho Shave, we put the art in part. Und dann ist man so, ja, okay. Okay. Zahnbürste und rasieren in einem Jahr, das ist was für die Führungskraft von morgen. Ja? Der geneigte FDP-Wähler greift. Für Frauen ist es noch viel schlimmer. Für Frauen ist es Kosmetikprodukt für Frauen, es ist ja der reinste Alter und da gibt es ja allein für die Haut, ihr Gesicht, Dekolleté, Armbrust, also alle möglichen Körperteile, dann trockene Haut, normale Haut, Mischhaut, fettige Haut, gar keine Haut, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich auch irgendwas. Anti-Aging, Anti-Dehnungsstreifen, Anti. Was für über 35 Euro, was für unter 35 Euro, was für über 35 Jahre, was für unter 35 Jahre, da ist anscheinend so eine Schallgrenze, sowohl im Alter als auch im Preis. Und wenn der Markt dicht ist und die Leute denken, es gibt nichts mehr, dann holt man sich eine Frau ins Labor, wahrscheinlich ist es auch eine Werkstatt, denn das sind meistens Männer und dann guckt man sich die Frau an, vielleicht ist es auch nur eine Puppe oder ein Pirelli-Kalender, keine Ahnung, und dann guckt man, was für Körperteile man noch nicht hatte. Und da wird irgendwas Neues erfunden. Wir brauchen was für die Haut um den Ellenbogen. Für die Frau über 35, vielleicht so eine Nachtcreme, aber nur bei Vollmond zu benutzen und mit so Pinky Gloves. Ich weiß, es ist schwer ranzukommen, aber das macht die Creme auch so exklusiv. Das ist natürlich Quatsch, aber was es wirklich gibt, war eine Aufhellungscreme für die Achseln, das wurde erfunden. What? Es ist so, der Körper der Frau ist irgendwie so der Ground Zero des Spätkapitalismus. Keine Ahnung, was das heißt, aber... What the fuck? Und in anderen Bereichen passiert halt nichts. Wir reden in Deutschland immer von Digitalisierung, Digitalisierung. Und ich muss immer auch Stempel sammeln, um meiner Krankenkasse zu beweisen, dass ich beim Zahnarzt war. Tut uns ja leid, Herr Holl. Wir können in unserer Datenbank zwar sehen, dass Sie sehr häufig Pizza im Internet bestellen, aber ohne ein 10 Jahre lang lückenlos geführtes Stempelheft haben Sie ja gar keine Chance. Aber wir haben jetzt auch so kleine Dinos. Danke. Schön. Ich pack's direkt neben meinen Impfpass. Ja, Digitalisierung. Und es ist aber, wenn 2 Menschen gleichzeitig versuchen, sich anzurufen, dann werden sie immer noch nicht einfach miteinander verbunden. Was ist da los, Merkel? Und es ist aber nicht nur in der Digitalisierung, es ist auch in anderen Bereichen, in ganz profanen Bereichen. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir sind so fucking reich, ihr glaubt es nicht. Wir sind stinkreich. Wir gönnen uns fast jeden Luxus.
außer den Luxus von kostenlosen öffentlichen Toiletten, für die man kein Geld bezahlen muss oder sich gegen sexuelle Krankheiten impfen muss, ehe man sie benutzt. Hier, das ist Berlin, das ist eine Weltstadt, genieß es. Ah, es ist wie New York und Tokio, aber es stinkt nach Pisse, genau. Wenn du mal musst, geh hinter den Baum, wie alle anderen. Wir machen das in Deutschland so. Wir verwehren uns diesen Luxus. Warum? Noch schlimmer wird es, wenn man mal groß muss. Nummer zwei. Dann wird man zum fäkalen Bittsteller. Habt ihr mal nach einem Kloschlüssel gefragt auf einer Tankstelle? Da kriegt man so einen 20 Liter Altölkanister mit so einem Mini-Schlüssel dran, den man dann gesenkten Hauptes über den Hof zerren muss, damit auch der letzte Idiot erkennt, hör mal, Jutta, guck mal, der geht kacken. Auf der Tankstelle. Unangenehm. Unangenehm. Ja, es ist sehr unangenehm. Da macht der Fortschritt irgendwie Halt. Aber Leute, ich habe mich am Fortschritt beteiligt. Bevor ich jetzt gehe, mache ich euch noch ein Geschenk. Ja, ich habe noch ganz kurz Zeit. Ich möchte euch ein Geschenk machen. Ich habe nämlich was erfunden während des Lockdowns. Ich bin ja jetzt ein sogenannter Optimist auf niedrigem Niveau, aber ich weiß, einige Leute leiden unter ihrer guten Laune. Gerade hier in Hamburg. Viele wissen gar nicht mehr, an wen sie noch was vererben sollen. Die sitzen schief, weil das Portemonnaie so dick ist. Die kommen gar nicht mehr klar. Ja. Und wenn ihr euch mal erden wollt zwischendurch, nicht mehr so wissen, also mal wieder runterkommen, hier, der erste demotivierende Tischkalender der Welt. Ja? Als träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul. So schöne Dinge drin wie, wenn du wieder mal an dir zweifelst, denke dran, du bist nicht alleine. Alle zweifeln an dir. Oder hier, wer früher aufgibt, er hat auch länger frei. Ne? So. Den Luxus gönne ich mir. Ich schenke den euch. In der Pause gehe ich mit dem Bauchladen rum und wenn ihr mir Geld gebt, dann, ja, dann schenke ich euch den. Dankeschön, macht's gut. Liebe Leute, das war Rainer Holl. Rainer Holl.